Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Tag 20. Oh Mann. Ja. Oh, was habe ich denn hier? Okay. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich mir jetzt mittlerweile was kaputt mache. Ich hoffe nicht. Irgendwie fände ich es auch echt schön, dass das so geballt ist hier drin. Ich weiß nicht. Nee, wir müssen noch einen weiter. Oh, ich habe halt Angst, dass... das nicht passt. Wir sind bei Tag 20. Ich habe Angst, den Fingerklemmer. Moment. Ich lege das einfach so zur Seite. Besser ist das. Okay. Tag 20. Wir fangen einen neuen Block an, beziehungsweise ich fange einen neuen Block an. Ich habe den schon sehr auseinander geschnibbelt. Moment. Nicht, dass das hier alles rausfällt. Und zwar diesen Lux Paper Block. Den finde ich tatsächlich ganz schön. Ich habe ja schon so ein bisschen probiert. Törtchen wieder da rein. Dann könnt ihr einmal sehen, welche Papiere da drin sind. Es ist einiges. Und es ist, die anderen Blöcke hatten ja alle immer Silberpapier. Hier haben wir Goldpapier drin. Und das ist wirklich mal eine Abwechslung zu den anderen Papieren gewesen. Das finde ich ganz schön. Hier ist das Hauptthema Backen, was ganz gut ist. Ja gut, vor ein paar Tagen. Jetzt am Wochenende hatten wir nämlich Nussecken und Kekse gebacken. Und deswegen finde ich, passt es doch ganz gut. Jetzt überlege ich nur. Nee, wir machen das so rum, glaube ich. Ne? So, doch, so rum machen wir das. Oder? Andersrum? Ich überlege gerade. Nee, wir machen das so rum. Wir lassen das so rum. Ich würde sagen, ich klebe fest. Wir machen die Löcher rein, dann sehen wir uns wieder. Dann wollen wir mal starten. Also, Löcher sind drin, aufgeklebt ist. Und jetzt starten wir mit denen, was am schönsten ist, das Dekorieren. Ich möchte mit der Seite anfangen. Und da habe ich mich tatsächlich für relativ schlichte Dinge entschieden. Ich würde sagen, wir kleben einfach mal auf und schauen, wie das Endergebnis ist. Oh, jetzt ist ja, ein bisschen haben wir da noch. Größeren Sachen machen wir damit wieder. Bisschen schräg. Habe ich hier wieder rumgesaut. Dann habe ich nämlich hier einen kleinen Muffin. Ich fand, das passt ganz gut. Nehmen wir das jetzt mal. Der Kleine darf hier Platz nehmen. Und dann habe ich hier so einen Spritzbeutel, weil fehlt ja noch der, das Topping da oben drauf. Da muss ja noch ein bisschen was drauf, ne? Den legen wir einfach so. Dann so. So. Wir machen das so. Und dann dachte ich mir nämlich noch, weil irgendwie fehlt was, wir machen hier einfach so ein Schleifchen noch dran, oder? Das sieht doch ganz nett aus. Jetzt überlege ich nur, wie wir... das festkleben, ich würde sagen, damit auch. Wir haben ja hier immer noch... Ich habe ja immer so Schmierblätter. Entweder ist das so Restepapier, was ich gar nicht irgendwie benutzen kann mehr. Oder in dem Fall von den Paperblöcken. Das muss ja nicht weggeschmissen werden. Das kann ja noch einen Nutzen haben. So ein bisschen Kleber. Und dann würde ich sagen, da oben in der Ecke eine recht schlichte Seite. Einfach so ein paar Kekse. So ein kleiner Keksteller. Den kleben wir da oben rein. Jetzt müssen wir natürlich noch die 20 hier irgendwo verewigen. Und das muss auf dieser Seite hier geschehen. Und das ist das, was ich nämlich vorhin meinte. Seht ihr jetzt gleich. Also hier habe ich erstmal ein schönes Backblech. Dann dachte ich mir nämlich, wir machen die 20 hier so drauf. Auf das Backblech. Und da gibt es dann nämlich in diesem Block das Ganze auch mit Goldprägung und nicht nur mit Silberprägung. Und das fand ich ganz schön eigentlich. Wir kleben das erstmal fest. Erstmal das Blech. Das würde ich ganz gerne mit Flüssigklebe machen. So. Bei diesen Lux-Paper-Blöcken ist ja immer so viel an Kleinkram drin. Also an diesen Die-Cuts. Das ist schon immer eine Menge. Ich habe so viele Bericht schon wieder. Ich weiß noch gar nicht, was wir damit machen dann. Ich überlege mir was.
Ich habe aber noch keine Idee, das muss ich schon zugeben. Ja, mal sehen. So, wie kleben die zwei fest? Natürlich werde ich wieder so eine Journal-Seite machen, das auf jeden Fall, so ein, zwei. Aber, oh, ich glaube, das ist zu weit drüber gewesen jetzt. Ach, wir gucken mal. Ah, nee, ich glaube, so rum, ne? Oder? Wir sehen nicht falsch rum aufkleben. Es wirkt falsch, oder? So ist irgendwie besser. Machen wir dann auch so. Und dann möchte ich da noch ein Sternchen zu haben, so ein kleines. Es fehlte mir da irgendwie. Irgendwas fehlte da. Das machen wir. So. Und dann Xmas Cooking. So hier drüber, dachte ich mir. Ich finde, das ist ganz nett. Das kann man noch mal machen. Huch, das klebe ich hier überall fest. Das ist natürlich bei diesem Transparentpapier echt schön, dass das nicht so durchkommt mit dieser Klebemaus. Bei Flüssigkleber kommt das leider durch. Da kommt jetzt auch ein bisschen durch. Ja, gut. Aber da die Seite ja noch nicht genug schreit, können wir noch was draufgeben, dachte ich mir. Jetzt gucke ich gerade so rum, ne? Es kommt hier unten in die Ecke. Ich weiß nicht warum, ich möchte das da haben. Ist viel, oder? Ist echt viel los auf der Seite. Aber das machen wir fest. Das machen wir fest. Einmal der Kleber. Einmal alles schön eindütschen hier. Und dann kann der wieder weg. Einmal drehen und hier drauf. Doch, ich finde, das sieht ganz nett aus. Jetzt kommen natürlich die berühmten Striche wieder. Hier fehlt mir irgendwie was. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich brauche neue Feinliner. So langsam, so langsam. Gibt es ja mal im Dreierpack, die Dinger. Das ist ganz gut, gerade die mit der schwarzen Farbe. Die brauche ich ja doch recht oft. Ich würde gerne, aber ich glaube nicht, dass man das sieht, oder? Weil echt viel los ist. Man kann sich einreden, dass man das sieht. Was meint ihr? Ich finde den 20. viel, sehr viel, sehr bunt. Aber das ist ja das, was ich meinte. Dann kommt da so ein weißes Ding drüber und dann ist das ja gar nicht mehr so schlimm. Ja, bei der Seite vielleicht schon, aber ich finde es schön. So, in diesem Sinne. Lasst gern ein Abo da, nicht die Glocke vergessen. Da müsst ihr einmal draufdrücken, damit ihr dann den 21. nämlich morgen mitbekommt. Und in diesem Sinne, bis schon ganz bald.